Heute haben wir schon Teil 10, wo es um Widersprüche in der Bibel geht. Heute haben wir einen besonderen Widerspruch, und zwar es geht um einen einzigen Satz und zwei Widersprüche. Zwei Widersprüche in einem Satz. Ja, und zwar, wie funktioniert das? Es funktioniert mit Paulus. Mit Paulus geht einfach alles. Ja. Teil 10 geht an Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 7. Ja, da heißt es, die Männer aber, die mit ihm unterwegs waren, standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Ja, denn, ihr wisst ja ganz genau, ihr kennt ja die Geschichte, wo angeblich Jesus dem Paulus erschien. Ja, er war ja mit Leuten unterwegs gewesen und Jesus erschien dem Paulus, indem Paulus eine Stimme hörte. Ja, und das geht hier darum, Apostelgeschichte Kapitel 22, Vers 9 heißt es dann wiederum, die mit mir waren, sahen zwar das Licht, die Stimme dessen aber, der zu mir sprach, hörten sie nicht. Ja, hörten sie denn nicht. Also wie gesagt, er war mit Leuten unterwegs gewesen, Paulus, mit einigen Leuten unterwegs gewesen. Und es erschien ihm wer? Angeblich Jesus. Angeblich Jesus. Und die Leute, laut Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 7, die Menschen, die dabei waren, ja, die hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Sie hörten aber eine Stimme, sahen aber niemanden. Ja. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 22, Vers 9, heißt es, die mit mir waren, sahen zwar das Licht, die Stimme dessen aber, der zu mir sprach, hörten sie nicht. Also laut Kapitel 9, Vers 7, hörten sie zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Ja, Kapitel 22, Vers 9, sie hörten nicht die Stimme, aber sie sahen das Licht. Also zwei Widersprüche. Im selben Buch, das geht hier um Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 7 und Apostelgeschichte, Kapitel 22, Vers 9. Einmal hörten sie die Stimme und einmal hörten sie die Stimme nicht. Einmal sahen sie das Licht und einmal sahen sie nicht das Licht. Das heißt, zwei Widersprüche in einem Satz. Wie funktioniert das? Wie geht es? Mit der Bibel. Mit der Bibel geht einfach alles. Ne? Wir haben schon mittlerweile einen Rekord gebrochen, dass in einem Satz zwei Widersprüche sind. Ja? Was hat es noch zu bedeuten? Also erstmal hier könnt ihr das lesen. Ja. So. Könnt ihr das lesen? Höher ein bisschen. Ein bisschen mehr runter. So, lassen wir es mal. Perfekt, oder? Ja, hört ihr, seht ihr das? An was wollt ihr glauben? An welche Geschichte wollt ihr glauben? Selbes Buch. Es geht hier um Apostelgeschichte 22. Und Apostelgeschichte Kapitel 9.